Besuch aus China. Qi Yongqin ist nach Berlin gekommen. Seit 4 Jahren ist er Abt des Klosters, der höchste Repräsentant der Mönche von Shaolin. 40 Länder der Erde hat er bereits bereist. Er will die Shaolin-Kultur und den Chan-Buddhismus bekannter machen. Schon im Jahr zuvor war er hier und hat den Berliner Tempel eingeweiht. Nun ist er gekommen, um zu sehen, wie sich der Unterricht entwickelt. Auch Tatjana Herrmann lernte Kung Fu im Kino kennen. Sie ist Reitlehrerin, war als Jockey bei Pferderennen dabei. Dann hatte sie mehrere Reitunfälle. 4 Wirbelbrüche und ein kaputtes Knie waren die Folge. Seit sie Qigong und Kung Fu trainiert, kann sie sich wieder ohne Schmerzen bewegen. Tatjana Herrmann hat die Chinesen auf den Goldnebelhof in die Nähe von Oranienburg eingeladen. Dort zeigt sie ihnen, wie man mit Pferden umgeht und erläutert ihnen das Einmaleins des Reitens. In ihren eigenen Kursen sind die Mönche häufig sehr ernst, fast schon militärisch streng. Hier ist das anders. In ihrer Freizeit erlebt man sie heiter, fröhlich und zu allerlei Späßen aufgelegt. Erst im vergangenen Jahr hat sie ihre Ausbildung zur Pferdewirtschaftsmeisterin abgeschlossen. Nun ist sie selbstständig und gibt hier jeden Tag Reitunterricht. Okay, danke schön. Gut. Danke schön. Sehr gut.